Wir wollen diese wirklich komplizierte Gemengelage ein wenig vertiefen mit Christine Hellberg, Nahost-Expertin. Einen schönen guten Morgen, Frau Hellberg. Guten Morgen. Trump kündigt eine starke Reaktion an. Wie könnte die aussehen? Ich denke, sie wird eher symbolisch sein, in dem Sinne, als dass sie nichts an den Kräfteverhältnissen im Land verändert. Ich könnte mir vorstellen, dass er wie im letzten Jahr einen Militärflughafen angreift, womöglich den, von dem aus nahe Damaskus, der Flughafen Dumeir, in den letzten Wochen immer die Angriffe auf Duma geflogen wurden. Und das wird aber, wie gesagt, nichts ändern und wird auch keine Eskalation mit Russland heraufbeschwören. Also bleibt alles beim Alten, wenn es denn so käme? Wenn es so käme, wird tatsächlich Bashar al-Assad die verbleibenden oppositionellen Gebiete sukzessive zurückerobern, mit der bewährten Methode abriegeln, aushungern, bombardieren. Das ist noch der Süden des Landes, die Provinz Dara. Es ist vor allem der Nordwesten, diese Provinz Idlib. Das ist das Drehbuch, das ja seit wenigen Jahren dort abläuft. Und das wird sich wahrscheinlich weiter so wiederholen, weil keiner bereit ist, nachhaltig ihn zu stoppen oder etwas für den Schutz von Zivilisten zu unternehmen. Bevor wir gleich auf die unglaublich komplizierte Lage der internationalen Allianzen kommen, vielleicht noch mal eine Einschätzung Ihrerseits zu den Geschehnissen heute nach dem UN-Sicherheitsrat. Was wir gesehen haben, ist eigentlich die Frage, wer ist verantwortlich für diesen Giftgaseinsatz und wer soll das benennen? Also die russische Resolution spricht sich ja auch für Untersuchung aus, aber eben dagegen, dass unabhängige Experten benennen, wer es war. Denn genau das hat letztes Jahr stattgefunden, nach dem großen Angriff in Scheichun mit Sarin durch das Assad-Regime. Das hat eben diese Untersuchungskommission aus Experten der Vereinten Nationen zusammen mit Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen genau nachgewiesen. Und daraufhin hat Russland das ja gestoppt. Man hat eben das Mandat genau dieser Expertenkommission nicht verlängert, weil es Russland nicht gepasst hat, dass die selbst gesagt haben, wer es war. Russland wollte also ja untersuchen, aber bitte nicht benennen, wer es war. Das machen wir dann nachher im Weltsicherheitsrat. Und dem haben dann wiederum die USA nicht zugestimmt. Die hatten das Gegenteil gefordert, nämlich die unabhängige Kommission soll sowohl untersuchen als auch den Verantwortlichen benennen. Da wird man, glaube ich, nicht weiterkommen. Da wird man sich erstmal weiter blockieren. Vielleicht ein Blick auf die internationalen Allianzen. Man bekommt das Gefühl, es wird wirklich immer schlimmer und bedrohlicher, weil so viele Mächte mitmischen. Der Iran ist dabei, die Russen sind dabei, Türkei führt da einen eigenen Krieg, die Israelis geheime Operationen. Wie geht das weiter und was passiert in den nächsten Wochen? Nun ist es tatsächlich ja nicht mehr nur ein Stellvertreterkrieg, sondern der Syrienkrieg wird dominiert von den Prioritäten ausländischer Mächte. Denen geht's, also keinem dieser ausländischen Mächte geht es tatsächlich um die Syrer, sondern um die eigenen Interessen. Die großen Gewinner zum jetzigen Zeitpunkt sind Russland und Iran. Russland ist es gelungen, eine eigene militärische Präsenz dort aufzubauen, die Amerikaner zu beerben, als Ordnungsmacht im Nahen Osten tatsächlich. Dem Iran ist es darüber hinaus sogar gelungen, sich richtig festzusetzen, also gesellschaftlich, auch demografisch, politisch, wirtschaftlich, mit wichtigen Wirtschaftsabkommen auch in Syrien. Und der Türkei gelingt es gerade, den Norden Syriens in eine eigene Einflusszone zu verwandeln und darüber hinaus eine neue Front zu eröffnen. Mehrere Hunderttausend in den kurdischen Gebieten sind jetzt in diesen Krieg hineingezogen worden. Mit Deeskalation hat das alles gar nichts zu tun, sondern Syrien wird dominiert von ausländischen Kräften. Und alles das geht auf Kosten der Syrer und der Menschen dort. Vielleicht abschließend, Frau Hellberg, wenn es dazu kommt, dass ein unberechenbarer US-Präsident Trump einen Militärschlag anordnet, wie würde dann Russland reagieren, wie würde Iran reagieren? Das kommt auf das Ausmaß an dieses Angriffs. Wenn Präsident Macron, der französische Präsident, sagt, es geht eigentlich nur um die Vernichtung von Chemiewaffen, Präsident Trump sagt, aus innenpolitischen Gründen vor allem, er möchte was anderes tun als sein Vorgänger Obama, den er ja immer kritisiert dafür, dass der damals 2013 die rote Linie nicht eingehalten hat, dann denke ich, das wird tatsächlich ein begrenzter Angriff sein, wie letztes Jahr. Und dem wird Russland zuschauen, denn beide Weltmächte haben kein Interesse an einer Eskalation. Und ich denke nicht, dass Trump, egal mit wem, was unternehmen wird, was tatsächlich das Regime in Gefahr bringt. Das wäre dann tatsächlich nicht zu dulden, aber das werden wir nicht sehen, denn dafür hätte man ja auch 7 Jahre Zeit gehabt, genug Anlass. Und das ist nicht passiert. Insofern gibt es eigentlich keine roten Linien, nur grüne Lichter in Syrien, auch aus Perspektive von Präsident Assad selbst. Einschätzungen der Nahost-Expertin Christine Hellberg. Es bleibt weiter unübersichtlich und sehr, sehr gefährlich. Nach der mutmaßlichen Giftgasattacke in Syrien haben die USA einen Militärschlag nicht ausgeschlossen.